Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizers. Geht ihr weiter? In einer neuen Aufnahmesession und wundert euch nicht, dass ich ganz woanders stehe, als in der letzten Folge ich aufgehört habe. Ich habe nämlich offscreen mal ein bisschen Geld gefarmt, falls ihr seht. Mir ging das nämlich ein bisschen auf den Keks, dass wir nicht immer genug Geld haben, um uns unsere schönen Sachen zu kaufen, die wir überall finden. Dementsprechend habe ich da jetzt einfach mal ein bisschen gegengewirkt und habe da mal als Kind einfach ein paar Hühner gefangen, ne? Ich glaube, wir müssen hier auf dem Grab auch noch einen Käfer reinschmeißen. Denke ich. Und das ist auch das, was wir erstmal tun werden in dieser Folge. Ich bin auch ein bisschen raus. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin zwar immer ein bisschen raus, aber diesmal tatsächlich wieder ein bisschen mehr als sonst. So. Auf jeden Fall, der Plan für heute ist erstmal... ein Schlüssel, geil. Oh, für einen Wassertempel? Das ist nicht schlecht. Damals 4. Wie viel? 6. Okay. Ich glaube, man kann den aber auch mit 4 oder 5 durchspielen. Nur für alles bräuchte man dann halt komplett alle Schlüssel. Schwierig. Okay. Hier können wir erstmal weiter nichts machen. Dementsprechend, ich schmeiß jetzt nochmal schnell einen Huhn bei der Anju rein. So habe ich das nämlich auch gemacht, by the way. Kam auch in den Kommentaren auf, war glaube ich der Mr. Ice Lord, der das geschrieben hatte. Ist ja eine easy Methode, Geld zu farmen. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei dem nächsten Erbsenloch wieder. Das wäre nämlich im Gerudo-Tal. Ich würde mal kurz skippen, bis gleich. Und da sind wir wieder im Gerudo-Tal. Ich sehe auch gerade, hier ist noch eine Skulti. Die haben wir noch gar nicht abgeholt. Was ist das denn, was ich da auf dem Arm habe? Das sah doch vorher nicht so aus, oder? Okay, 39. Skulti-Token. Zack. Warum hat man das nicht abgeholt hier, die Skulti? Konnten wir das noch nicht? Hat man scheinbar keinen Bumerang. Es gibt gerade sogar 2 Sachen, die ich hier gerne tun möchte, weil ich glaube, wir haben auch da unten das mit dem Felsbrocken noch nicht gemacht, oder? Ah, das wird schwierig. Ich glaube, ich werde beide Sachen nicht zusammen hinbekommen. Ja, ich glaube nicht. Ah, shit. Ja, ich glaube, da werde ich nochmal skippen müssen gleich. Ich hole mir jetzt mal das Huhn und wir gucken mal unter den Felsen drunter. Das sollte möglich sein. Wir haben die Krafthandschuhe. Auch als kleines Kind sollte das jetzt in dem Fall gehen. Ich hoffe halt nicht, dass das nur als Erwachsener ist, das Loch unter dem Felsen. Aber ich glaube, das wäre Quatsch. So, dementsprechend. Hau mal weg das Ding. Genau, das Loch ist da. Saugeil, oder? Salia als junges Kind ist hier super stark. Okay, was haben wir hier? Ah, guck mal. Das ist natürlich schlecht, dass wir jetzt hier in den letzten 5 Minuten sind. Das ist unerwartet jetzt. Aber wir machen einfach mal. Oh shit. Brauche ich hier Feuer? Habe ich Feuerpfeile? Ich habe Feuerpfeile. Ich habe nur keine Magie. Ist das geil. Oh, wie dumm. Ich habe weder Magie noch Zeit. Ich weiß nicht, ob das gerade so eine gute Idee ist hier. Weil eigentlich habe ich sehr viel Geld. Das würde ich gerne noch weg... ich habe eine Fackel hier. Okay. Wir sollten später wiederkommen. Das würde ich jetzt ungern hier in den letzten 4 Minuten machen. Ja, das ging jetzt halt ein bisschen in die Hose, sag ich mal. Weil ich hätte gerne... Ich wäre gerne da unten gelandet. Aber ich glaube, das schaffen wir von hier nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee, sie macht auch einen Kopfsprung. Okay, dann gehen wir erst an Haiasee. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Aber gut zu wissen, dass wir dorthin können. Ich werde nochmal in Majora's Mask dann reingehen und werde... Dass wir eigentlich immer in diesen letzten 5 Minuten sind, ne? Ständig... Genau, ich werde nochmal reingehen und werde das resetten und mein Geld aber vorher abgeben und so weiter. Und dann können wir das theoretisch machen in aller Ruhe. Ja, Majora's Mask ist immer total Chaos, ne? Das ist schlimm.
Und wir haben ja auch versucht, ich kann halt die Zeit auch nicht verlangsamen. Das ist irgendwie sehr merkwürdig, dass das nicht geht. So, aber erstmal die Scooty hier mitnehmen. Ja, nur ein Rubin leider. Aber unsere Scooty-Jagd geht gut voran. Haben wir jetzt eigentlich in Kakariko alle? Warte mal kurz. Ich will mal... Jo, Kakariko haben wir alle. Lost Woods haben wir alle. Kokiri Forest haben wir alle. Da haben wir drei große Gebiete schon mal abgeschlossen hier. Und Lon Lon Ranch ist auch abgeschlossen. Gurudos Fortress ist auch abgeschlossen. Ja, nice. Hier fehlt eine? Warum fehlt hier eine? Verstehe ich nicht. Was habe ich denn... Ah ja, okay, klar. Die Wüste zählt auch dazu. Ja, ja. Okay, Gerudo Valley hole ich mir jetzt wahrscheinlich die letzte. Market. Warum haben wir im Markt keine abgeschlossen? Welche fehlt denn da noch? Oh, vielleicht die aus dem Loch, das könnte sein. Okay, ich skippe nochmal kurz. Und dann springen wir nochmal in die Schlucht runter und holen da die Skulti im Erbsenloch. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder in der Gerudo-Schlucht, Leute. Ich mache mal hier einen gewagten Sprung in die Tiefe. Und dann kann ich mich, glaube ich, auch schon fallen lassen. Bam. Das tat weh. Und hier haben wir der Kuh schon die Musik vorgespielt? Ich glaube schon, oder? Aber wir probieren es nochmal aus. Das ist auch erstmal vorher erst das letzte Loch. Wir haben noch eines im Todeskrater. Aber da komme ich aktuell noch nicht ran. Da brauche ich halt erst, hey, den Bolero des Feuers. Sag mal. Ah, leider nur 20 Rubine für Majora's Mask. Das waren gleich zwei. Ich probiere nochmal ganz kurz, ob ich der Kuh schon mal ihr Lied vorgespielt habe. Aber ich glaube, das habe ich schon. Ich denke, ja. Dann kriege ich jetzt Milch, ja? Nö, ein Herzchen. Okay, dann hätten wir das. Okay, wie ist der Plan? Ich würde mich jetzt, glaube ich, groß machen. Beziehungsweise... Okay. Ich habe eine Idee, da muss ich jetzt auch nicht schneiden. Ich werde jetzt erstmal ganz easy zum Haiasee gehen und lass mich von der Eule direkt vors Tor tragen. Das geht ja. Da können wir auch nochmal gucken, was in dem Grab drin ist, weil das habe ich gerade schon wieder vergessen. Haben wir hier eigentlich noch irgendwelche Skulltees? Ah, okay. Ich erinnere mich, als Erwachsener haben wir noch die Skulltee oben auf dem Baum. Das wird wahrscheinlich die letzte sein. Hier am Haiasee. Das ist möglich. So, Eule. Es ist super lieb von dir, dass du hier sitzt, aber ich brauche dich mal ganz kurz nicht. Ich will mal ganz kurz gucken, was da im Grab ist. Ja, und dann lasse ich mich mal danach von der Eule zum Schloss tragen. Würde ganz kurz bei Majora's Mask reingehen, das Geld noch wegbringen. Ja, war hier mal irgendwas drinne? Oder was ist das hier? Hier war bestimmt mal irgendwas drinne und ich hab's schon geholt. Ist mein Guess. Auch wenn ich gerade nicht weiß, was das für ein Raum ist. So. Und einmal zum Schloss, bitte. Kann ich auch mal kurz Geld holen, wenn es geht. Wenn ich es jetzt auf Anhieb hinbekomme. Hehehe. Man sollte das echt nicht mit Hasenohren machen, ne? So. Haben wir nochmal 40 Rubine mitgenommen. Denn wir wollen dann ja schön shoppen gehen, ne? Wenn wir erwachsen sind. Da würde ich erstmal schön Kakariko leer kaufen. Alles, was geht zumindest. Und dann würde ich, keine Ahnung, irgendwann in der Zukunft auch nochmal einfach damit starten. Okay.
Würde ich auch in der Zukunft einfach nochmal damit starten, dass ich irgendwann Geld gefarmt habe und dann kaufen wir den Rest noch. Einfach damit wir mal ein Stück weit das ganze Zeug jetzt hier leer bekommen. So, das hier zum Beispiel ist komplett useless. Das, also nicht useless, aber das ist abgeschlossen, das Thema. Ich muss halt nochmal kurz auschecken, Leute, was wir hier so haben. Wir haben ja teilweise auch Geschäfte, die wir nur bei Nacht betreten können. Feenquelle. Ah, wir brauchen... Ich werde das jetzt alles nicht so großartig abchecken. Das wäre, glaube ich, doof. Ich brauche endlich mal unseren Lieblingssong, ne? Zeldas Wiegenlied, damit wir die Feenquellen alle suchen können. Das wäre... Ups. Echt mega. Und jetzt geht's aber erstmal schnell zum Börsenmakler. Nee, das ist falsch. Zum Bankier. Mal schnell unser Geld abgeben. So. Ba, ba. 325. Wir haben auch einige Tingles noch, die wir ausbezahlen müssen, ne? Ja, komm, eigentlich sind mir die 5 Rubine egal. Aber hey. Kleinvieh macht auch Mist. Also rein damit. So, haben wir wenigstens wieder ein bisschen Kohle. Die Zeit müssen wir demnächst mal ablaufen lassen. Aber jetzt machen wir uns erstmal wachsen. In Ocarina of Time. Und dann ist mein Plan, shoppen gehen und einmal das Irrlicht besorgen. Die Frage ist, die Frage, die ich mir gerade stelle, haben wir den Händler? Wir haben das Haus irgendwo schon mal gefunden gehabt, glaube ich. Aber oder hatten wir das Haus schon mal? Ja klar, müssen wir, oder? I guess yes. Ja, es ist wahrscheinlich sowieso klug. Ich gucke mir nochmal langsam die ganzen Häuser an, weil ich suche ja auch immer noch den schlafenden Talon, ne? Der muss ja auch irgendwo rumhängen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mir das schon in die Kommentare geschrieben habt. Ich glaube nicht. Den brauchen wir auf jeden Fall, den schlafenden Talon. Ja, und vielleicht finden wir da unterwegs auch noch ja, das Krügehaus, wo der Geisterhändler drin sitzt. Hier war ja die Minenbowlingbahn drin, das heißt, das können wir schon mal komplett ausschließen. Muss halt als Erwachsener alles möglich sein, theoretisch. So, ich mach mal kurz Pfeil und Bogen. Und dann jagen wir auf jeden Fall mal schnell. Ach so, guck mal, den Pilz habe ich jetzt auch. Das heißt, in den Hexenladen... Ja, in den Hexenladen können wir auch. Wir müssen halt das Zeug nur finden. So, theoretisch. Kam da nicht einer direkt über der Brücke oder war das jetzt Goldquest? Das war Goldquest, ne? Ja. Die ganzen Spiele verwirren mich mittlerweile alle. Wahnsinn. Okay, ich bin mir ganz sicher, dass hier irgendwo einer kommt. Wenn ich hier am Schild vorbei reite, glaube ich. Perfekt. So, theoretisch. Also gerandomized sind sie schon mal nicht. Ich muss wirklich abgeben. Aber ich glaube, einer reicht. Ich glaube, einer reicht. Ich hoffe es zumindest stark. So, wir können mal kurz auf die London Farm, können da abchecken, aber ich glaube, da haben wir sogar eine Feenquelle. Aber wir gucken mal kurz. Wir gucken mal kurz, was wir hier haben. Metroid Prime. Ju. Hier war das Haus. Den Kühen müssten wir schon was vorgespielt haben. Und hier war eine Feenquelle drin. Yep. So, jetzt ist die Frage, was war ganz hinten drin?
Wir checken mal kurz ab, Leute. Wir checken das mal kurz ab. Lon Lon Ranch war fertig. Oh. Das kann gefährlich werden. Die Frage ist halt, wie werden wir jetzt weiterverfahren? Wir haben jetzt gerade gemerkt, in Majora's Mask haben wir diesen einen Ort gefunden. Unter dem Stein. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Okay, hier ist Kokiri-Haus. Das heißt, Lon Lon Ranch hat für uns erstmal nichts zu bieten. Wir müssen nur später hierher kommen, um einmal eine Fee in Empfang zu nehmen. Ansonsten... Sau geil. Liebe ich ja. Okay, die Ansicht ist ganz komisch. Du, die, die. Wir gehen jetzt erstmal nach Kakariko, Leute. Ba, 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 ba. Und checken da nochmal die ganzen Häuser aus, weil da sind halt mega viele Shops drin. Und dann hoffe ich halt, dass wir dort noch was Schönes einkaufen können. Aber prinzipiell müsste das möglich sein. Gut, in Majora's Mask können wir den einen Weg gehen, wie gesagt. Ich würde, glaube ich, diese Quest mit dem Affen mal zu Ende bringen. Weil theoretisch bekommt man da ja ein Item. Wenn man den Affen rettet, ne? Wir werden wahrscheinlich nicht das Lied bekommen, das Lied des Erwachens, was wir brauchen, um in den Tempel zu kommen. Da bin ich mir relativ sicher, dass wir das nicht bekommen. Ich glaube, wir machen Tag, oder? Düdelü, düdelü. So, Dalle. Ja, aber das würde ich gerne abchecken, auf jeden Fall. Dann haben wir die ganzen Tingles. Wir könnten theoretisch im Sora-Reich noch ein bisschen weitermachen. Okay, hier war die Schießbude drin. Stimmt, das ist abgeschlossen. Wie viele Skulties haben wir? 39. Okay, ich glaube, wir brauchen wir 40 oder 50 als nächstes? Ich glaube, 40 triggert auch schon einen. So, was haben wir hier? Da haben wir eine Kuh, der müssen wir schon alles vorgespielt haben, das sollte passen. Wir checken mal kurz alles aus und kaufen auch was Schönes ein. Von mir aus machen wir auch ein bisschen Überlänge heute, damit wir zumindest Kakariko noch so für uns erstmal abschließen können. So, hier war der Angelteich. Da haben wir auch als Erwachsener noch nicht geangelt. I guess, das mache ich. Ich meine, wir kriegen ja hier auch ein Item. Ja, ja, komm. So, die Einstellung steht auch, dass jeder Fisch quasi ein Hauptgewinn ist. Dementsprechend ist es immer gut. Was ist das für Musik? Klingt wie Mario, oder? Was meint ihr? So, das war doch easy. Ah, wie sie sich freut. Mega. 10 Pfund. Wir nehmen ihn. Dance of Death. So, wiegen meine Fische. Wow, geil. Und ich krieg 5 Rubine. Schön. Achso, hier hast du deine Angel wieder. Tschüss. Ja. War ja ein Versuch wert. Schade. So. Das war das Skuldi-Haus, wie gesagt. Dann gehen wir gleich mal darüber. Ah ja, okay. Das ist Standard. Haben wir. Den haben wir auch noch nicht das Lied vorgespielt, oder? Sorry. Ich wollte dich nicht umbringen. Haben wir das Lied schon mal vorgespielt? Warte mal, ich muss es ja lernen, ne? Ups. Okay, vielleicht haben wir das auch schon mal gemacht. I don't know.
So, da oben gibt's Geld. Könnte man sich mal holen. Komme ich da rüber mit einem gewagten Sprung? Ich glaube, ich kann mich auch rüberziehen, oder? Aber ich komme auch rüber. So, was war hier drin? Hier war doch auch ein Shop drin, ne? Richtig? Genau. Ein Shop, der für mich useless ist. Okay. Weiter geht's. Was war in dem Loch drin? Mhm. Konnte ich mir damals das Item schon holen? Da ist nur ein schwarzer Rubin. Okay. Dann ist hier auch nichts weiter drin. Cool, dann können wir ja vielleicht sagen, hier, Kakariko ist jetzt für uns abgeschlossen. Da müssen wir nichts mehr machen, weil wir haben alle Skultis. Wenn wir jetzt noch die letzten Shops ausfindig machen, können wir da vielleicht echt sagen, Kakariko ist finish. So, der hier hat nämlich auch gar nichts mehr für uns. Das wäre eine Investition wert, ne? Aber jetzt halt nicht in den letzten 5 Minuten, das wäre doof. So. Aber hier. Das ist wichtig. 90 Rubine, 155 Rubine, nehmen wir beides mit. So. Wichtiges Item. Dann ist das hier auch fertig. Ja, dann haben wir doch jetzt alles, ne? Das war Kakariko. Ja. Kakariko ist abgeschlossen damit. Also, bis auf den Brunnen und die Skultis sind wir mit Kakariko durch. Und der Friedhof, ne? Der kommt halt auch noch dazu. Und wir können halt nochmal in den Laden gehen. Also in Boris Haus quasi. Da ist ja auch ein Shop drin. Das können wir nochmal tun, aber dann sind wir theoretisch durch damit. So, dann gebe ich hier nämlich auch nochmal mein letztes Geld aus. Teure Tokens zu kaufen. Ah, guck mal, jetzt habe ich auch 40. Ah, shit, 460! Junge! Dein Ernst? Okay. 460 Rubine, shit. Das ist jetzt das Einzige, was uns quasi sagt, ja, hier kannst du jetzt noch nicht weitergehen. Haben wir hier schon mal drin? Weil das ist ja eigentlich Boris. Bin jetzt nicht sicher. Doch, hier waren wir schon mal drin, ne? Papa. Was ist das für ein Schild? Hero-Schild, Majora's Mask. Ja, habe ich das schon, ne? Ba-ba-ba. Okay. Ja, da würde ich sagen, sind wir hier durch. 460 Rubine, ey. Boah, für so ein blödes Swamp-Token, ne? Oder was das war. Naja. Okay, ich glaube, wir haben jetzt gerade die 40. Skulltier eingesammelt. Theoretisch könnte ich mir da jetzt noch was holen. Richtig? Er hier ist es, oder? Jo, geil. Noch ein paar Bomben abgeholt. Schön. Gut, Leute, dann war es das erstmal für diese Folge. Ich würde sagen, wisst ihr was? Ich mache das jetzt offscreen noch. Fahren wir mal das Geld zusammen. Und dann kaufe ich mir noch das Token, dann ist nämlich das auch abgeschlossen für mich. Und ich würde sagen, dann starten wir im nächsten Part mit einem resetteten Majora's Mask. Und dann, ja, schauen wir mal, wie wir da so vorankommen. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren. Euer Zelda-Junge, tschüssi.